Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mit großer Freude, dass ich Sie heute Abend hier in der Hochschule für Musik an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz begrüßen darf zur Verleihung des diesjährigen Kommunikatorpreises. Das ist in einer schon beträchtlichen Reihe von 17 Verleihungen dieses Preises. Er hat eine gewisse Tradition, das ist wichtig für seine Reputation. Es hat schon 17 Mal richtig gut funktioniert. Das ist in einer Reihe von schon 17 solchen Verleihungen das sechste Mal, dass der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft und die deutsche Forschungsgemeinschaft den Kommunikatorpreis im Rahmen der Jahresversammlung der DFG überreichen. Aber es ist zum ersten Mal in diesem Jahr, dass sozusagen das dramaturgische Setting so ist wie heute. Und deswegen erlaube ich mir zwei kurze Eingangsbemerkungen. Eingangsbemerkungen, die nicht nur diese neue Rahmen, nicht nur den Kommunikatorpreis und seine neue Rahmung betreffen, sondern auch die anderen Programmpunkte, im Grunde den ganzen Ablauf der diesjährigen Jahresversammlung der DFG hier in Mainz. Wir sind, meine Damen und Herren, alle, die in ganz unterschiedlichen Rollen an der Gestaltung der DFG-Jahresversammlung beteiligt sind, wir sind in der Lage gewesen, uns zu fragen, wie wir diesen Ablauf eigentlich gestaltet haben wollen und ob wir ihn nicht neu gestalten sollten, und zwar oder ein bisschen modifiziert gestalten sollten, um nämlich die wichtigste Ressource, das größte Geschenk, das Sie als Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jahresversammlung der DFG machen können, um mit diesem Geschenk noch etwas sorgfältiger umzugehen, noch sorgfältiger umzugehen. Und das Geschenk ist die Zeit, die Sie alle der DFG und Ihren Geschäften widmen. Diese Zeit ist knapp und Sie alle, wirklich, Sie alle geben sehr viel solcher Zeit in vielen Rollen, Funktionen und Ämtern der DFG und der von der DFG geförderten Forschung, stellen Sie ihr zur Verfügung. Und mit dieser Zeit wollen wir so sparsam umgehen wie möglich. Sie werden es auch daran merken, dass ich heute deutlich unter einer halben Stunde reden werde. Wir wollen es Ihnen auch leichter machen, also heute, nicht morgen, nicht nur heute. Wir wollen es Ihnen auch leichter machen, an möglichst vielen Teilen dieser Jahresversammlung der DFG tatsächlich auch teilzunehmen. Und deswegen haben wir den Ablauf etwas gestrafft, nämlich so, dass es auch am ersten Abend der Jahresversammlung ein öffentliches Programm gibt, eben die Kommunikatorpreisverleihung, und dass die Festveranstaltung morgen Abend stattfindet, sodass die Jahresversammlung in diesem Jahr etwas früher enden kann, als das bisher der Fall war, nämlich bereits am Mittwochmittag mit der Mitgliederversammlung und dem Treffen der Vertrauensdozenten. Und dass nun der Kommunikatorpreis gewissermaßen in diesem leicht umarrangierten Gefüge, dramaturgischen Gefüge, nicht nur ein festes Element geblieben ist, sondern dass er auch den Auftakt macht, jedenfalls den öffentlichen Programmpunkt-Auftakt macht, das mögen Sie dann durchaus verstehen als einen Hinweis darauf, welches Gewicht die Deutsche Forschungsgemeinschaft zusammen mit dem Stifterverband diesem Preis beimisst. Wir wollen mit ihm unser Engagement für den Dialog zwischen der Wissenschaft, zwischen den Medien und der Öffentlichkeit betonen. Wir wollen dieses Engagement betonen für einen Dialog, der in diesem speziellen Fall, im Fall des Kommunikatorpreises, nun nicht gepflegt wird von denen, die in der DFG dafür von Amts wegen zuständig sind, zum Beispiel die Gruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, sondern wir wollen unser Engagement für den Dialog zwischen Wissenschaft, Medien und Öffentlichkeit auch an der Stelle betonen, wo dieser Dialog von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern selbst gepflegt wird. Und von solchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zeichnen wir gemeinsam jene aus, die ihre Arbeiten, die ihre Erkenntnisneugier und die auf diese Weise erarbeiteten Forschungsergebnisse, die das
in besonders kreativer, in besonders origineller, in besonders nachdrücklicher und wirkungsvoller Weise, die das in die Öffentlichkeit, auch in die medial vermittelte Öffentlichkeit hinein kommunizieren. Und auch noch auf eine andere Weise als in diesem dramaturgischen Setting, auch noch auf eine andere Weise ist die Verleihung des Kommunikatorpreises dieses Jahr eine Art von Auftakt zu unserer Jahresversammlung. Denn wovon Sie, meine Damen und Herren, heute Abend hören werden, die Forschung, von der Sie hören werden, von der etwas zu sehen sein wird, über die gesprochen wird, wenn es um die Forschungsthemen des Preisträgers geht, die Kommunikationsthemen von Herrn Zick, das, worum es da geht, das beschäftigt uns und es ist nicht durchaus nur eine erfreuliche Sache. Das beschäftigt uns in diesen Wochen und Tagen ziemlich intensiv. Ich vermute, intensiver, als uns lieb sein kann. Es beschäftigt uns ziemlich intensiv innerhalb und außerhalb der DFG. Es sind Fragen und Themen, deren Aktualität enorm ist, ohnehin enorm ist, die aber gerade in diesen Tagen, in den Tagen der Brexit-Entscheidung im Vereinigten Königreich, eines überall grassierenden Ressentiment-Geplänkels, will ich das mal nennen, von xenophoben Populismen und so weiter. Es sind Themen von einer Aktualität, die wir uns so eigentlich gar nicht wünschen dürfen. Ich meine die Angriffe, denen sich die offene, die pluralistische Gesellschaft in dem Europa von heute ausgesetzt sieht. Angriffe unterschiedlichster Art, auf unterschiedlichsten Ebenen, derer sie sich erwehren muss. Und vielleicht in besonderer Weise kann sie das auch tun, mithilfe der Wissenschaft, ihrer gesellschaftlichen Beobachtungs- und ihrer Reflexivitätskapazität, mithilfe der Wissenschaftspolitik und der Förderung bester Wissenschaft. Davon wird heute Abend gesprochen, davon wird morgen Abend ganz gewiss gesprochen. Und im Laufe der Sitzungen, die wir auf dieser Jahresversammlung haben, auch. Seien Sie also alle sehr herzlich willkommen zu dieser Preisverleihung, allen voran Sie, verehrter Herr Zick, verbunden schon jetzt mit einem sehr herzlichen Glückwunsch meinerseits zum diesjährigen Kommunikatorpreis. Seien Sie ebenso herzlich begrüßt, lieber Herr Krausch, dem ich als Präsidenten der Johannes-Gutenberg-Universität auch in diesem Rahmen herzlich dafür danke, dass Sie uns eine festliche und funktionale, alles zu seiner Zeit, Arrangement organisiert haben für diese Jahresversammlung. Herzlich willkommen heiße ich die Mitglieder des Präsidiums der Deutschen Forschungsgemeinschaft und ganz besonders Frank Allgöwer als den Vorsitzenden der Jury für den Kommunikatorpreis und den Laudator auf den Preisträger heute Abend, die Mitglieder des Senats, des Hauptausschusses und die Vertreterinnen und Vertreter derjenigen Einrichtungen, die die Mitglieder der Deutschen Forschungsgemeinschaft sind. Unter denen greife ich nur heraus, lieber Herr Sagerer, Sie als den Rektor der Universität Bielefeld, an der Herr Zick nämlich arbeitet. Und die Repräsentanten von Akademien und anderen Einrichtungen und Organisationen des Wissenschaftssystems, ganz besonders herzlich den Vorsitzenden des Wissenschaftsrats, Herrn Prenzel. Ich begrüße ganz ebenso die früheren Kommunikatorpreisträger Uno Günterkühn und Hans Hatt, der eine ganz links, der andere ganz rechts von mir aus gesehen ist. Das ist schon eine komplizierte Metapher im thematischen Zusammenhang des heutigen Abends. Günther Ziegler wird später noch dazukommen und als Mitglieder der Jury Andreas Archut und Martin Schneider, Hilke Stamatiadis, mit herzlichem Dank für die Vorauswahl der Preisträger auch in diesem Jahr, Michael Ringelsieb, der den Film über den heutigen Preisträger gedreht hat, den wir gleich sehen werden und die, wenn Sie nicht schon gebucht werden heute Abend, nämlich bei der DFG, den Sie dann auch auf Nano bei Dreisat sehen könnten und Michael Bleienberg mit Dank für das Preisträger-Hologramm. Und dann will ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kolleginnen und Kollegen aus der Geschäftsstelle der DFG herzlich begrüßen, zumal die der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die zusammen mit dem zentralen Veranstaltungsmanagement auch diesen Abend betreuen. Und schließlich, lieber Herr Barner, herzlich willkommen Ihnen,
Und ich verbinde das mit einem besonderen Dank für Ihr persönliches Engagement, für das große Engagement des Stifterverbands, das Engagement des Stifterverbands und Ihr persönliches für die Wissenschaft, für die DFG, für den Kommunikatorpreis. Und es ist mir dieses wie in den vergangenen Jahren ein ausnehmendes Vergnügen und eine besondere Ehre, mit Ihnen zusammen den Preis zu verleihen, nachdem Sie Ihrerseits etwas an uns ein Wort gerichtet haben.